Hallo, herzlich willkommen auf Marios Channel. Heute machen wir ein ganz leckeres japanisches Weißbrot, Art Marios. Und wie ich das mache, das zeige ich euch jetzt. Wir nullen als erstes die Waage. Und geben 140 ml warmes Wasser rein. Wir nullen die Waage. Dazu kommt 75 ml warme Milch. ...17 Gramm Butter, dazu kommen noch 17 Gramm Zucker, und 1 Teelöffel Salz. Das Ganze tun wir dann auf Stufe 2. 2 Minuten. Mit 37 Grad erwärmen. Start. Ja, ist schön warm. Jetzt kommt dazu eine Prise Backpulver. Guck, dass er es nicht aufs Messer macht. Gerade so eine ganz kleine Prise. Und ein halbes Päckchen Hefe, Trockenhefe. Das sind genau 3,5 Gramm. Guck, dass er das nicht aufs Messer macht. So. Das Ganze wird nochmal kurz vermischt. Ganz kurz auf Stufe 3. Ein paar Sekunden und vermische. Das könnt ihr dann auch noch abbrechen. So sieht es schon aus. Und jetzt kommt unser Mehl hinzu. Wir geben 350 Gramm Mehl hinzu. Ich habe jetzt Typ 00 benutzt. Ihr könnt auch gut und gern Typ 550er Weizenmehl benutzen. Sollte der Teig nachher noch zu feucht sein oder zu trocken, einfach etwas Mehl oder Wasser hinzugeben. So, das Ganze geht auf Knetstufe. Kneten und Start. Sollte der Teig zu nass sein, einfach etwas Mehl hinzugeben oder etwas Wasser dazugeben. So, da gucken wir mal. Also so sieht er aus. So, nun geht's weiter. Ich habe mir jetzt hier so eine kleine Form geholt, so eine Kastenform, und die habe ich schon ein bisschen mit Butter eingerieben. Wir bemehlen unsere Arbeitsfläche ganz gut. Einfach gucke, dass überall ein bisschen Mehl ist. Und der ziehen wir jetzt ein bisschen längs in die Länge. Und tun den zu einem kleinen Baguette rollen. Nicht drücke, gar nicht drücke. Nur so groß rolle, wie die Form ist. Ja. Dann nehmen wir unsere Form und geben unseren Teig hier rein. So, das ist schon alles. So, das Ganze könnt ihr mit einem feuchten Handtuch abdecken oder mit Backpapier. Ich benutze gern Backpapier, weil das dann auch nicht dran klebt später, weil der geht so hoch. Der Backofen können wir auch schon mal vorheizen. Ich verrate euch jetzt noch schon gleich die Backzeit. Die ist dann 25 bis 30 Minuten bei 190 Grad. Ich habe es jetzt hier am Backofen gehabt mit Licht und da ist es auch schon gegangen jetzt. So, das ist jetzt nun fertig. So, dann holen wir das einmal raus. Ist jetzt noch sehr heiß. Also ich habe jetzt 2 Stücke gebacken.
zwei Versionen, aber mit dem selben Rezept. Also so sieht es mal schon aus. Ja. So, und das muss dann jetzt ein bisschen abkühlen noch. Ja, das muss jetzt noch ein bisschen abkühlen. Dann zeige ich euch den Anschnitt noch. Also so sieht es mal schon aus. So, ich habe ja zwei Brote gemacht. Und ich zeige euch jetzt nur den Anschnitt von einem Brot. Und das zweite, das möchte ich mal noch ein bisschen aufheben, bis das andere leer ist. Na, seht ihr, sieht doch ganz klasse aus. Wenn ich eine schöne Scheibe runterschneide. Also so sieht es mal schon wieder aus. Also schaut es euch an. Ist so ganz, ganz toll geworden. Okay, dann sage ich mal wieder, abonnieren nicht vergessen und tschüss, bis zum nächsten Mal, euer Marius Channel, ciao, ciao.